Wenn wir in Anime-Kollabo-Games denken, kommt sofort in unser Sinn Jump Force. Das Game, was sich im Laufe der Zeit nicht so gut entwickelt hat wie zum Beispiel Nelto. Oh, mashallah. Aber wir wollen nicht über Jump Force reden, da gibt es genügend Videos, wo erklärt wird, warum es gescheitert ist. Wir wollen über ein Game reden, was 2006 für die PlayStation 2 rauskam. Battle Stadium Dawn, eine Kollabo zwischen Dragon Ball, One Piece und Naruto. Wie würde ich das Game am besten beschreiben? Stell dir einfach Super Smash vor mit Anime-Charaktern. Ich meine, dieses Game ist so random, da passieren so viele Sachen. Du, es ist Saiyajin! Guck mal! Ihr könnt mir nicht sagen, dass das keine JoJo-Reference ist. Das Coole ist, dass es solche Items gibt von den verschiedenen Animes, wie zum Beispiel Son Gokus Stock, Zabuza Schwert und etc. Ich meine, es gibt auch anscheinend Riesenpilze, wo die Charakter übertrieben riesig werden. Ja, siehe Susanoo! Big Mami Sakura! Und die Maps für das Game sind auch irgendwie legit nice. Ich verstehe wirklich nicht, warum niemand drüber redet. Ich werde euch jetzt sagen, wie ich es gefunden habe und wie man es downloaden kann. Ich wollte einfach nur ein Anime-Game finden für den Stream, um euch irgendwie etwas zu überraschen. Mit einem Game, was ihr vielleicht vorher nicht kannte. Deswegen habe ich das Internet von Anime-Games durchsucht. Ich fand dieses Video, fand es dann direkt nice und hab mir gedacht, ey, ich downloade es. Und holy moly, musste ich gefühlt hacken. Wahrscheinlich weiß irgendein Chinese jetzt, auf was ich jaxe, aber wenigstens haben wir es gedownloadet und gezockt. Ich finde es sogar teilweise besser als Jump Force. Auch wenn es im Stream gestern so aussah, dass es irgendwie gebuggt hat, es lag einfach nur meine OBS-Einstellungen. Da nochmal sorry, aber das Game an sich ist flüssig. Der einzige Minuspunkt, den ich wirklich geben kann, ist, dass ich kein Japanisch kann und nichts gefühlt verstanden habe, was da steht. Ich werde euch in der Bio einen Link verlinken, wo irgend so ein Spanier erklärt, wie man es downloadet und wie man die Settings einstellt, wenn man es auf dem Controller zocken will. Und ich hoffe wirklich, dass sie irgendwann mal den Gedanken haben, Battle Stadium Dawn irgendwie ein Remaster zu geben, weil ich glaube, das werden extrem viele feiern. Aber die traurige Realität ist, dass es wahrscheinlich niemals der Fall sein wird. Wir können uns eher freuen, wenn Multiversum vielleicht ein paar Anime-Charakter reindroppt, weil das ist wiederum sehr wahrscheinlich. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Videos mache, wo ich über Anime-Games rede oder euch ein paar vorstelle, dann schreibt es in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Macht's gut, ich mach's besser. Ciao.